Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Secret Hitler mit einem aus dem Team Pizza. Nice! Oh mein Gott. Boah, Alter. Oh Gott, auf den Würfel gelegt. Nice one. Und als Special Guest Dalukart, wo ihr die Folgen ja auch sehen könnt, richtig, Dalu? Ja, genau, guten Tag. Ja, sehr gut, könnt ihr aus seiner Perspektive sehen. Falls der mal, keine Ahnung, Fascho ist oder so. Wow. Was passiert denn jetzt hier gerade? Jay macht wieder Scheiße. Und wo ist Mikkel denn jetzt? Was versucht. Bin grün. Ah, da. Und Mikkel ist auch wieder mit dabei. Mikkel ist grün, wie Faschist. Hallo. Das hat ich schon gelöst, aber grün. Jay gibt nochmal. Wo ist denn jetzt der Würfel hin? Wer der Würfel bestimmt wer startet? Den Würfel? Da. Komm mal rein. Halt, stopp. Manche Leute wollen ja sicherlich noch wissen, wer wer ist. Wer das nicht wissen will und mitraten will, der muss seine Augen schließen. Und zwar in 3, 2, 1, jetzt. Jetzt sieht man, wer 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 ist. Wer 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 ist. Wer 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 ist. 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 Okay. Die Leute, die nicht wissen wollen, wer wer ist, können ihre Augen schließen, öffnen in 3, 2, 1, jetzt. Gelb, pass auf, jetzt wird pink. Jetzt kommt Bam. Pink. Gelb startet. Gelb. Wer ist gelb? Dalu. Schönen guten Tag, Leute. Oh Gott. Dalu. Dalu ist Kanzler. Ich finde auch, ich bin ein guter Mann. Oh, da bin ich Kanzler mir ja nicht so Jay. Sicher. Oh, will Kanzler da jemand Jay sich direkt die Macht an sich reißen? Ich will nicht. Du solltest Dalu als Kanzler. Oh. Ach so, einen Moment. Vielleicht Dalu, ja. Warte. Das ist eine gute Idee. Nee, das oh, ist eine sehr willst gute du wirklich Idee. Aber das ist Jay, da kann ich doch nicht mit Nein stimmen. Ich dachte, da müsste mit Ja stimmen. Versuch mal eins zu nehmen, der als nächstes dran ist. Weil dann wissen wir, dass der Präsident dann halt schon mal so eine Richtung hat. Das ist eine gute Idee, aber was ist, wenn das jetzt die Faschistenkurve ist, die kommt? Ja, weißt du, was ist, wenn du in der Faschistenkurve sitzt? Die Rechtskurve. Immer mal nicht Jay. Das ist Peter! Das ist Peter! Dann machen wir mal nicht Jay. Ach so. Ich hab verstanden, genau. Dich, Jay. Okay. Ach, Jay, doch, dich als Kanzler. Ich hab immer Angst, wenn mich jemand so früh im Spiel sowas macht, weil ich dann immer Sorge hab, dass mir Sachen untergeschoben werden. Dalukart ist auch so jemand, Peter, der dir könnte. Nein, Peter. Okay, let's Peter, do this. Peter ist trustworthy. Dalu wird doch sowas niemals machen. Haha! Oh, guck mal, Dalu hat mit Nein gestimmt. Einfach ein bisschen random spielen, das wird lustig. Okay, Dalu, du geile Sau. Damit nee, LOL, drei rote. Doch, hat er gar nichts aufgesagt. So, vier gucken wir uns mal die Profilbilder an. Sieht sehr faschistisch aus, ich würde mal sagen, hallo, ich bin blau und liberal wie die amerikanische Freiheitsstatue, ja? Okay. Ist die blau? Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, ob die Trump sieht eher aus wählen, wie nicht. Königsblau Faschisten-like. Ach, du bist blau. Mikkel sieht auch mehr so, ich muss mal kurz meine Dummheit hier mal zeigen. Proletariat sind die, Hochgestellten, oder? Nee, noch nichts sagen, bitte. Okay. Hä, sind die Proleten? Proletariat, das Proletariat, ich bin gerade überlegen, was das war. Nee, das ist so das Volk, glaube ich. Ja, ist das Plebs. Das war doch damals, ja, aber war das nicht in Rom genau das? Ach, ich hab keine Ahnung. Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Oh. So, meine Freunde! Wenn Dalu jetzt erzählt, jetzt er hätte mir die Auswahl gelassen. Also ich würde jetzt mal sagen, heil Peter, ne? Er hatte keine Chance, er hatte drei rote gezogen. Dalu hatte. Okay, drei rote. Okay. Ich hatte drei rote gezogen. Ja, deswegen habe ich ja gefragt, ob ich jetzt schon reden darf. Würde ich auch sagen, Dalu. Nein, würfeln wir mal. Bei allem über drei ist Peter liberal. Wobei ich das. Oh, eine 7, Peter ist liberal. Alles okay. Klar. Also er hat mir auf jeden Fall zwei rote gegeben. Das Problem ist, selbst als weiß ich nicht. Naja, also muss ich nochmal drüber nachdenken, ob ich daraus jetzt meine Schlüsse ziehe oder nicht. Es könnte auch gut sein, dass beide halt Fascho sind und sich gegenseitig halt die Karten jetzt so Ja, ich finde auch, das ist der Richtige hier. Wieso werde ich nicht nochmal geprüft? Ich würde gerne meine Unschuld beweisen. Kannst dich nochmal geprüft werden. Ja, stimmt. Am Anfang eine Rote zu legen, hat sich bis jetzt immer als negativ ausgestellt. Okay, sorry, ich habe jetzt nicht mitgekriegt. Ich hatte gerade ein kleines Telefonat. Jay ist Fascho. Okay. Was war jetzt bei Peter los? Dalu hat selbst zugegeben, er hätte mir zwei rote gegeben. Ja. Und er sagt, er hätte drei bekommen. Ja. Also, finde ich unwahrscheinlich. Ich bin hier raus aus der Geschichte. Das heißt, so wahrscheinlich ist das. Aber ihr könnt euch ja natürlich auch abgesprochen haben, weil ihr beide die Faschos seid. Genau, das kann nämlich immer noch sein. Das heißt aber auch ganz gut, Absprechen darf man gar nicht nebenbei.
beziehungsweise nein, für Mikkel meine, jetzt gar nicht mal so hoch sind, drei rote zu ziehen. Ja, das stimmt. Die müssen jetzt auf jeden Fall was Blaues Dankeschön. Haben. Oh, da Dalu hat halt schon eine blaue Jawohl. Eliminiert. Einstimmig gewählt. Ich habe noch nichts eliminiert. Ja, muss ja sein, ne? Okay. Die Regierung wird gestellt von einem Hund und einem Mond. Mal sehen, was diese beiden Individuen schaffen, auf die Beine Taylor zu stellen. Moon. Müssen wir Angst haben um unser Leben? Wir sind Sailor Moon. Ja. Was für eine Regierung das wird jetzt gestellt? Das ist auch immer sehr gestellt. Gefährlich. Wir müssen jetzt schon überlegen, wer tatsächlich der Präsident wird, wenn eine Faschistenkarte kommt. Ja, langsam. Das ist jetzt, nee, nicht langsam, das ist jetzt schon wichtig, weil Mikkel gleich nachgucken kann, wenn eine Faschistenscheiße wiederkommt. Das super. Stimmt. Guck mal, das ist Bram jetzt schon wieder easy entschieden vor, und das wird liberal. Ja, da gab's nicht viel zu entscheiden. Nein, Alter, oh! Dennis ist Fascho. Dennis ist der richtige Fascho hier. Das ist schon mal ein ganz klarer Fascho. Meinst du, alles nur, weil, meinst du nur, weil nein, du jetzt hier Nein. Ja, okay. Der hatte eine blaue und eine rote. Ich habe eine rote weggepackt. Ich hatte keine rote. Ich glaube aber gerade echt, dass Dalu und Peter gerade gelogen haben. Weil zweimal, oder du hast mich beschissen. Dennis ist safe, Fascho. Okay, da jetzt, Mikkel, ich würde jetzt vorschlagen, jetzt nachgucken, theoretisch. Moment, ich möchte jetzt vorschlagen, dass Mikkel mich nimmt, weil ich liberal bin. Nein. Doch, pass auf, lass mich das doch erklären. Da Jay liberal ist, das wissen doch schon alle. Das habe ich doch am Anfang schon aufgeklärt. Ja aber dann kann ich sehen, ob Mikkel... Ob du bist... Du kannst gar nicht. Ja, ich glaube eher gerade Mikkel, ehrlich gesagt. Alleine selbst dadurch, wenn ich Hitler wäre, kann ich auch sehen, dass du liberaler bist. Alleine dadurch, dass du es gerade erklären wolltest, Jay, kannst du nicht mehr sehen, dass Mikkel das ist, weil Mikkel quasi jetzt schon gezwungen ist zu sagen, dass du liberal bist. Ich finde Dalu oder genau, Peter finde ich spannender. Also bei Dennis weiß ich auf jeden Fall schon mal, dass er Fascho ist. Ach, du laberst. Bei Dalu oder Peter ich weiß ich es noch nicht. Geh mal bei Peter gucken. Geh mal bei Peter gucken. Ja, halt mal deine Hand bei Peter rein. Ich halte mir hier mal meine Hand in Peters. Also du willst meine Karte haben? Ja. Erogene Zone. Oh. Alles klar. Ich sag dir, heil Peter. Heil Peter. Und da ist der nächste Fascho. Jetzt klar, Mikkel ist Fascho. Mikkel ist Fascho. Okay. Dennis und Peter sind die Faschos. Ganz eindeutig. Was ein Zufall. Wie willst du an drei Leuten, die noch nicht mal gezogen haben, festmachen, dass drei andere Faschos sind? Weil das Dalu, ist schon krass. Du hast also die Wahl bei Peter da gerade nach. Das ist eine ganz clevere Geschichte von Mikkel, aber ich bin nicht Fascho. Doch, du bist der größte Fascho hier. Ganz eindeutig. Und ich glaube, okay, whatever. Warte. Das ist doch ganz ich find easy. Ich finde das sehr interessant gerade. Das heißt doch, Christian und ich und Jay sind jetzt und einfach, Mikkel. Wir wählen uns gegenseitig und wir sind liberal. Ja, das muss ich erstmal beweisen. Wirklich zwei Runden gegeben, aber das war nicht Absicht. Guck mal, dann wählen mich oder Chris. Ich wähle mal Christian, weil bei dir ist die Gefahr hoch. Pass auf, Mikkel, wenn, okay, ich will nur kurz ein Szenario malen, ja? Wenn Mikkel Bram und mich quasi jetzt gerade verarscht hat, ja? Das heißt, und Mikkel wäre Fascho, Bram und ich sind liberal. Also, ich weiß, dass ich liberal bin, ich weiß nicht, was Bram ist, ja? Das heißt, einer von euch dreien würde in dem Fall aber auch nicht liberal sein. Außer ich habe mich gerade verrechnet. Ja, und? Peter ist es. Ja, und Peter? Also, ich finde diesmal Mikkel irgendwie eine Karte überzeugend. Darf doch liegen. Ja, vielen Dank. Okay, ja, okay, das stimmt, du hast recht. Oh, sorry. Überzeugender ist er auf jeden Fall. Ich wollte mir die angucken. Ich weiß nicht, welche Rolle er hat. Wie ging das nochmal? Was willst du dir denn ranzoomen? Bei der Karte geht alt nicht. Ach, bei der Karte geht alt nicht. Du kannst aber ranzoomen. Also der nächste Präsident kann den nächsten Präsidenten bestimmen. Also wenn du, also wenn Christian jetzt auch eine Faschokarte dahinlegen würde, was ich nicht empfehle, dann könnte Sebastian. Ich bin so liberal, wie Brams Oma faschistisch ist. Hey. Okay. Lustig, weil wahr. Schatz. Wir müssen es einfach mal ausprobieren. Das ist einfach alles viel Solange zu Mikkel nicht gewählt gerade. Wird, kann ich eigentlich hier noch. Also, ich finde das echt dann auch von Mikkel ganz schön asozial. Ja, als wäre ich Wobei so klug, Bram theoretisch dann hier, auch eigentlich. Also, hast du jetzt dazu gegeben, dass du dumm bist? Ich möchte einmal sagen. Also, wenn es dafür sorgt, dass ihr nicht an die Macht kommt, ist das in Ordnung, dass Peter ich dumm bin. Peter und Bram wehren sich nicht hart genug dafür, meiner Meinung nach. Geht so, ne? Also, ich glaube, die sind ertappt und wissen nicht, wie sie damit handeln sollen. Darf ich gerade mal kurz fragen, wenn ich jetzt
eine liberale und eine Faschokarte Christian geben würde, ist das besser, als wenn ich ihm zwei liberale Karten gebe? Das musst du selber entscheiden. Du musst jetzt ziehen. Je nachdem, wie sicher du bist. Übrigens möchte ich hier gegen Jay noch mal ganz kurz sagen, was soll ich denn mehr sagen? Ich hab, also, du bist sonst immer, du, in den letzten Folgen bist du ausgerastet. Ja, aber als Jay, ganz ehrlich, ja, du hast dich am Anfang in der Auswahlphase verraten. Moment, das heißt, Jay ist jetzt auch Fasche oder was? Nein, Jay ist auf jeden Fall liberal. Hat in der Auswahlphase. Ich weiß, Bram, du würdest mich gerne auf deiner Seite haben, das kriegst du aber nicht hin. Ich weiß, ich bin liberal, aber ich weiß, dass du Fascho bist. Wenn du mir jetzt stehst du auf meiner Abschlussliste. Ja, ist auch okay. Mikkel, bei dir weiß ich nur nicht, warum du Piet untersucht hast. Und das finde ich klug. Weil ich nicht weiß, dir kann man eigentlich nie trauen, Darlene. Ja, aber weil ich immer irgendwie. Aber ich hatte ihm ja gesagt, ich habe ihm zwei rote gegeben. Das heißt, deine Rolle wäre ja so oder ja, so random deswegen, gewesen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Hätte ja auch eine blaue und eine rote oder so. Ist ja scheiße. Ich glaube, Mikkel hat einen sehr, sehr klaren Plan. Hallo, geht weiter. Ja, ja, dann leg doch mal. Ich darf zu dem, was ich bekommen habe, ja nichts sagen. Richtig, ist korrekt. Pass mal auf, Sepp. Rein theoretisch, wenn ich eine Sache legen würde, dürfte ich als Präsident danach einen der Faschos da drüben killen. Ich bin auf keinen Fall Hitler. Hä? Nein, du darfst keinen killen, du darfst den Moment. Erstmal. Nee, du darfst den nächsten Präsidenten. Richtig, bestimmen. Das wäre ich oder du. Und in dem Fall wäre es logisch, wenn ich der wäre, der nächste Präsident. Nein, wir brauchen Liberale. Einen killen. Ja, ich bin doch liberal, wir sind doch zu dritt liberal. Nee, Christian, das ist voll komisch. Okay. Jetzt ich kann das verstehen. Ich kann Christian da gut verstehen. Ich will da eine Liberale sehen. Ich kann Christian da sehr gut verstehen. Ich kann das nachvollziehen, was er da überlegt hat. Ist auch nicht dumm. Nur, dass er nicht tötet, sondern ich. Okay. Er hat das in Liberale gelegt. Ich hatte die Wahl. Aber er hatte eigentlich einen anderen Plan. Ich hatte die Wahl. Ja, aber wie gesagt, ich werde. Ich verstehe den Gedankengang. Du hast mich überzeugt. Bestimmen und ich wäre der nächste Präsident, dann hätte ich einen killen. Nein, ich wäre der nächste Präsident. Warum das denn? Weil Sepp ja dann mich hätte nehmen müssen, also wäre klug gewesen, weil ich ja auch liberal bin und danach darfst du dann nochmal töten. Ja, da wäre also. Dann hätten wir. Das war ein sehr kluger Zug. Boah, das ist ein bisschen komisch. Also, es gibt einmal die Fraktion Christian und Jay und einmal die Fraktion. Nein, die Fraktion Christian, Sepp, Mikkel und Jay. Gegen die anderen drei Faschos. Wir sollten uns jetzt nicht spalten hier gegen den rechten. Ja, ist echt so. Aber ich trau Mikkel halt noch nicht so. Warum denn? Was habe ich denn getan? Ich habe die rechten Faschos entlarvt. Nein, Mikkel ist halt einer hier ein guter Riecher, Alter. Man sollte, weißt du, man sollte halt nämlich die verleihende Straße nach mir benennen. Ohne Spaß, Mikkel, statt ein Fascho aufzudecken, hast du nämlich Peter, der keine Chance hatte mit zwei Roten, hast du den versucht hier zu denunzieren, ja? Vor allem, dass du zum Beispiel Dalu mal abcheckst oder halt nicht. Habt ihr gerade gemerkt, wie die versucht haben, Jay zum Kanzler zu machen, ab dem Moment, wo Hitler gewinnt? Jetzt fängt Bram nämlich an. Ja, nee, aber Peter sich zu wehren. Er würde ja jetzt noch nicht gewinnen. Alle Liberalen Bram fangen sich an zu wehren. Er würde ja jetzt nicht gewinnen, oder? Ja, eben. Wo gewinnt er würde jetzt nicht gewinnen, Peter. Ja, jetzt nicht, wenn du eine Faschokarte gelegt hättest und dann quasi der nächste Kanzler. Moment, wen wollte ich jetzt machen? Nee, dann hätte ich ja noch. Hätte ich ja einen bestimmen können. Und Sepp. Ja, du weißt nicht, ob er die Liberalen unterstützen deshalb wollte. Ich ja, aber das sind die Liberalen, das ist leider Jay und deswegen war. Dein Move war halt komisch. Nein, das passt schon. Jay wird immer nein gestimmt, wie in allen Move Folgen. Komisch, ich bin nur sehr gespannt, was jetzt passiert, tatsächlich. Ich bin jetzt auch gespannt, was passiert. Ja, ich auch. Das kommt halt darauf an, was ich da jetzt ziehe. Also bisher haben wir quasi keine blaue gezogen, außer die eine, die ich hatte. Ja, die hatte nämlich, die haben doch da alle schon die blauen gezogen. Eine. Moment, das stimmt nicht. Angeblich hat Mikkel doch Bram die Wahl gelassen. Ich hab auch, ja. Ich meine, es waren zwei Faschokarten. Okay, dann sind jetzt quasi zwei. Ja, Mikkel hat mir zwei blaue gegeben, trotzdem liegt da eine rote, weißt du. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt eine blaue drin ist, sehr, sehr hoch. Du gehörst ja auch zu den Faschos da. Nein, Mikkel hätte mich checken müssen. Nein, ich habe den Fascho gecheckt, das ist doch alles richtig. Ja, genau. Nee. Aber du hättest mich checken müssen, damit du siehst, dass ich einer von euch vier bin. So wäre Peter ja immer noch unverdächtig. Aber jetzt wissen wir ja, dass ihm da so ein kleiner Bart ist. Was ja auch korrekt wäre, weil ich liberal bin. Nein. Das ist, was war dein Gedankengang, mich zu wählen? Ja, weil ich weiß, dass Dalu bei solchen Spielen immer irgendwie wieso hast du nicht Sepp oder Christian gewählt? Aber wenn du weißt, dass Dalu immer betrügt, warum hast du Dalu nicht geprüft? Warum soll ich Dalu prüfen? Ja, weil du sagst es doch, Alter, du scheißt mich ja eh immer. Ich hätte egal wenn ich geprüft hätte, ich hätte jetzt gesagt, warum hast du die XY geprüft? Ja, weil ich jetzt Peter geprüft habe und er ist Fascho. Nein, das ist Christian und Sepp nicht. Akzeptiert ist doch. Ja, was soll ich denn akzeptieren, dass du Bullshit laberst, oder? Nein, Dennis.
Komm, das, Jay, hau rein. Weißt du, von deinem Faschogelaber? Das wird ja nicht so schwer sein. Aber Mikkel, wo ist da denn Faschogelaber? Ist so. Du versuchst dir mit deinem irgendwie. Darf ich da mal kurz, dazwischen reden? Du bist ganz ehrlich, Mikkel, du bist während jedes Satzes am Grinsen. Jay überlegt gerade mit dem Killen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich habe keine Feststellung. Vor allen Dingen kann man das hört man bis hier. Es gibt keine Option für Killen. Ich will erstmal sehen, dass Leute liberal sind. Ohne Spaß, Mikkel, durch dein ständiges Lachen im Hintergrund machst du dich für mich sehr verdächtig. Ja. Und ich glaube, das ist ein abgekanntes Spiel. Nein, du bist, ja, ich bin verdächtig, okay, ja, aber nur weil ich verdächtig bin, heißt das nicht, dass du raus bist. Jay, wenn du nicht liberal legst, dann bist du für mich raus, ne? Dann bin ich für dich jetzt raus. Ich wähle. Du hattest okay. Die Wahl. Ich hatte die Wahl. Ich wähle Sepp zum Präsidenten. Geil, jetzt kommt gerade die Klingel. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Leute, ich bin kurz AFK, dann möchte ich mich erklären. Ja, du hast das vor, weil ich vorgeschlagen habe. Okay, ja. Ja, glaub, aber das ist trotzdem ziemlich behindert. Dir ist aber klar, dass. Ich weiß war nicht, jetzt super riskant, weil dadurch eine blaue wieder gelöscht weggemacht wurde. Das ist Quatsch gewesen. Das ist total dumm. Oder das war Absicht. Nee, das oder war es Absicht. Ist Absicht und dann Christian ist Hitler Absicht. Und jetzt gebe ich Christian Hitler und gut ist oder was? Ich habe doch auch gerade die Wahl gehabt. Wieso bin ich denn jetzt plötzlich Hitler? Nee. Nein, Christian ist raus, aber bei Jay aber rein theoretisch. Ja, aber was ist das für Logik dahinter? Jay finde ich jetzt auch schwierig. Ja, aber Chris, du musst doch sagen, die Idee, die du hattest, war ja gut und ist ja auch alles richtig ja, gewesen. Genau aber jetzt habt ihr das aber mit zwei blauen Karten gemacht. Ihr habt voll viele blaue jetzt weggeworfen. Das stimmt ja. Überhaupt nicht. Ich habe auch keine blaue weggeworfen, ich habe die da hingelegt. Ja, Jay hat eine weggeworfen. Aber Jay hat die weggeworfen. Jay hat eine weggeworfen, ja. Von wem hat Jay die Karten gekriegt? Bram, du hast übrigens auch eine weggeworfen. Ich habe keine weggeworfen, ich habe zwei rote gekriegt. Nein. Wer hat Jay gerade die Karten gegeben? Christian. Ich. Du, okay, ich hattest du zwei rote und eine blaue gezogen? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe dem eine rote und eine blaue gegeben. Und er hat sich gegen die was blaue hast du denn entschieden, abgelegt? Aus wahrscheinlich dem Grund, den Mikkel. Ich eben schon genannt habe. Einer von denen ist nicht. Weil was hast du denn abgelegt? Das finde ich ganz interessant, die Frage. Ja. Weiß ich nicht. Okay. Kriegst du das nicht mit? Wie gesagt, also. Also das heißt, du hast eine blaue abgelegt. Ich habe eine rote abgelegt. Ja, warum hast du das doch nicht direkt gesagt, dass du eine rote abgelegt hast? Ja, genau. Lasst euch jetzt nicht von Peter verunsichern, dem Fasch. Ja, aber Mikkel, du merkst, weil ich das nicht muss. Irgendwo stimmt was nicht. Dalo, du bist auch verdächtig. Weil ich das nicht muss. Der hat jetzt genau das vor. Also der wird Sepp gleich sagen, dass du eine rote legen sollst, damit du jemanden töten kannst, weil Sepp auf jeden Fall liberal ist. Ja. Und dann erschießen wir Pete oder Dennis. Aber wenn der also Sepp, egal was du machst, gib nicht Mikkel den Kanzler. Du gibst mir jetzt den Kanzler, Sepp. Oh Gott. Oder ich weiß nicht, ob das gut ist. Auf jeden Fall nicht Mikkel. Aber Moment. Christian kann nicht der Kanzler sein. Ich möchte kurz was, ganz kurz. Natürlich kann ich der Kanzler sein. Du hast das Schild davor liegen. Gib doch mir den Kanzler. Nein, pass auf. Moment, wenn ich eine rote Karte lege, kann er ja trotzdem wen erschießen. Aber weil ich immer noch der Meinung bin, dass eine Sache an dem Tisch nicht richtig ist. Ich darf einfach nur nicht Hitler den Kanzler geben. Ich bin immer noch nicht so 100% sicher, ob nicht hier verschiedene Fraktionen zusammenspielen hier. Es gibt für mich immer noch zwei Fraktionen. Und ja, logischerweise. Ja, und ich weiß immer noch, weil beide auch Sachen, das Spiel verstanden. Nein, beide Sachen, beide Parteien haben irgendwie so ein komisches Ziel. Ja, aber guck mal, wie dumm war das denn bitte, von Jay jetzt gerade die rote zu legen? Ja, natürlich, wie dumm war das. Ja, du bist ja halt erklär dich mal, Jay. Warte mal eben. Es ist immer noch so, dass Johnny gerade Kanzler ist und ich Präsident. Ja, also das darfst du nicht so gewählt werden. Moment, ja. Ja, genau, ja. Pass auf. Das ist ja der aktuelle. Ich habe jetzt die Faschisten-Dings gelegt. Das heißt, ich darf jetzt den Präsidenten entscheiden. Mich. Ja, den hast du doch gerade schon Sepp gegeben. So, den gibst du Sepp. Ja. Ja, nur um das mal nachzuvollziehen. Dir ist aber auch klar, dass jetzt weder du, Sepp noch ich Kanzler werden können. Ja, ne? Und deswegen sage ich doch, gib es mir. Wenn ich eine rote legen sollte, kann er doch trotzdem wen erschießen. Oh. Ich habe jetzt, pass auf. Oh, ich Dalu möchte sich reinlassen. Darf ich mich erklären? Darf ich mich jetzt erklären? Ja, erklär dich bitte erst. Okay, pass auf. Ich habe Sepp dem Präsidenten gegeben. Ja? Wir haben die, ich bin ziemlich sicher, dass Mikkel, Sepp, Chris und ich liberal sind. Ja. Relativ und da bin sicher, ich mir nicht sicher, weil ich ja, weiß. Ja, lass mich da halt doch mal die Klappe. Nee, das Spiel besteht daraus, ob man dazwischen reden kann, ja? Ah, das ist auch interessant. So, jetzt müssen wir natürlich dann, wir müssen da auch zusammenarbeiten, weil ich finde die Idee von Christian sehr gut, die er gemacht hat vorhin.
Und wenn jetzt quasi Sepp Präsident ist und Mikkel Kanzler wird, ja, schiebt ihr euch die Faschistenkarte zu? Egal wie es ist, ich mit will den aber niemanden töten. Wir müssen tötet Peter. Daraufhin würden dann Chris und ich zweimal hintereinander Präsident werden, was wiederum dann die anderen auslöschen würde. Müsste man nicht. Theoretisch. Und das würde dann uns den Sieg bringen. Dieser Deswegen. Plan ist sehr aber gut. Ist in deiner Sicht, Jay, in deiner Sicht ist also Peter auf jeden Fall Faschist. Peter ist Faschist, Ram wurde ja von Mikkel aufgedeckt. Ja, pass auf. Ram auf jeden Fall auch. Und okay, Dalu. Dalu auf jeden Fall, weil Dalu ist für mich noch unsicher, deswegen würde ich eigentlich sagen, würde ich Dalu töten. Nein, aber das Leute. Müssen wir so machen, wegen der Reihenfolge und der Präsidentenwahl. Passt aber okay. jetzt mal auf. Nehmen wir an, ihr tötet mich. Dann tu das, was und du dann bin ich liberal. Dann habt ihr einen verloren ja, und einer von euch vier. Ja, bin ich doch. Tricky. Ich weiß doch, dass der Plan ist. Nee, du lieber einen sicheren Faschel rausnehmen. Der Plan, den du hast, Jay, der ist echt gut, aber es geht nicht, weil einer von euch vier nicht dazugehört. Tu es. Also das ist halt der Plan und den müssen wir jetzt natürlich zu. Also Sepp Moment, muss jetzt natürlich damit spielen. Mir den. Warum, das ist halt die Frage. Warum wollen wir denn mehr versuchen, rote Karten dahin zu legen, als versuchen, blaue Karten? Damit wir den Faschow ausschalten können. Damit wir den Faschow ausschalten können. Du hast Moment, doch wenigstens einen Plan gedacht. Sepp, gib irgendjemandem den. Außer Mikkel, ja? Selbst wenn du einen Faschu triffst, ja, ist das nicht so schlimm, weil selbst wenn er deine rote Karte legt, kannst du den direkt killen. Nein, genau, er darf nur nicht Hitler treffen. Genau, er darf nur nicht Hitler treffen. Und deswegen sage ich nicht Mikkel, weil bei dem bin ich mir am unsichersten. Ich glaube sogar, dass wenn du jetzt einen Faschisten triffst und dem die Wahl gibt, würde der eher die Liberale legen. Ja. Auch nicht schlimm, theoretisch. Ja, also Moment, je nachdem. Boah, ich bin voll verwirrt. Es gibt hier. Mein Sepp, was ist denn daran unlogisch? Glaub das nicht, ist total Jay. Logisch. Nein, ich weiß nicht, wer Hitler ist. Was? Genau, das ist die Problematik. Wir können, Ram oder wir können ja jetzt. Ich fände es ganz witzig, wenn wir jetzt einfach mal nichts mehr sagen und Sepp einfach mal machen lassen. Ja. Nee, das ist nicht gut. Nee, aber okay. Ja, Jay, selbst du darfst eine Frage stellen. Du kannst machen, was du möchtest. In welchem Team ist Dalu und Mikkel? Im Team Christian Jay oder im Team Bram? Verschiedenen! Verschiedenen? Das habe ich doch die ganze Zeit erzählt. Also, wieso soll ich erzählen, dass Peter und Dennis Faschos sind und dann... Ja, richtig. Mikkel ist bei Christian und ich Jay. Ich bin im Team selbst. Ganz ehrlich, Mikkel, überleg doch mal. Ja, du kannst erzählen, was du willst. Du hast doch geschafft als Hitler, dass da schon drei Rote in der Mitte liegen. Wieso ich durch als dein, Hitler? Wieso durch, ich als Hitler? Ja, oder du als Fasche von mir. Du hast die ganze Zeit so geforst, dann immer wieder Rote in die Mitte was gelegt werden. Ich war habe, das nicht. Ist, solche Nazis wie euch beide aufzudecken. Das habe ich geforst. Hab ich die Roten in die Mitte gelegt? Was weiß ich? Ja. Hast du. Hast du tatsächlich? Eine, weil ich keine Wahl hatte. Ja, mehr konntest du ja auch nicht da hinlegen. Selbst die anderen beiden. Gibt es irgendjemanden außer Mikkel einfach nur? Vertrau ja, dir selbst. Gibt es einen anderen außer Mikkel? Wirklich. In den Nazi-Jäger gibt es Mikkel. Gibt es Mikkel. Ich würde es auch nicht mehr gegeben. Ohne Spaß. Ich da liegen drei, wie gesagt, du darfst nur nicht Hitler treffen. Da liegt nur eine blaue. Und weswegen? Weil Mikkel mitspielt. Deswegen liegen da drei rote. Hä, das macht überhaupt keinen Sinn, Dennis. Klar macht das Sinn. Nein. Du die ganze Nein. Zeit gegen die Liberalen. Du machst die ganze Zeit. Du verklärst die Geschichte. Du spielst die ganze Zeit. Geschichte. Mikkel spielt liberal as fuck. Wahlen hier. Der deckt Leute. Hier alle auf. Ja. Der hat einen aufgedeckt. Und sonst Sepp, da verstehst du eigentlich, dass wir. Pass auf, Sepp. Es sind drei Faschisten und vier Liberale, ja? Wir haben einen Viererblock, wenn wir dich überzeugen würden, und halt mal den Dreier-Faschisten-Block. Darf ich denn noch mal kurz meinen Einwand ansehen? Ja, Problem ist? Ich schmeiß einfach rein, lass mal darüber reden. Es geht, nehmen wir an, du nimmst mich als Kanzler und ich wähle rot, dann hast du doch trotzdem die Kugel. Aber dann das habe ich ja vorhin schon gesagt, aber die Sorge ist, dass du theoretisch Hitler. Du kannst doch Hitler sein, du Wurst. Hitler sein, ja. Weil dann wäre vorbei. Du willst auf keinen Fall, willst du Dalu zum Kanzler. Nee. Ey, das ist die letzte, so Sepp, merkst du, dass das die letzte Rettung ist der Faschisten, die Dalu gerade versucht? Ja. Weil er Hitler ist. Ja, töte am besten einfach Hitler Dalu ist. Und dann ist das Spiel vorbei. Nein, nicht Dalu töten. Pete. Nee, aber Dennis. Genau Mikkel. Sehr gut, dass du zu mir stehst. Sicher ist einfach Pete. Super safe. Sepp, ich bin der Einzige, der auf deiner Seite ist. Die anderen versuchen irgendwas Kriminelles. So, und jetzt wird es. Nein! Jetzt bist du Hitler? Bist du Hitler? Erst muss er gewählt werden. Jetzt bin ich gespannt, wer mit Nein stimmt. Dann haben die Faschos gewonnen. Ich bin gespannt, wer mit Nein stimmt. Bin gespannt, ihr habt mich hier voll. Wenn er jetzt Hitler. Das war's. Abgefuckt. Das war's. Bist du Hitler, Mikkel? Nein. Als ob. Wunder. Alles klar. Als ob. Hoch, welch Zufall.
Echt also, mal. Also, ich decke hier einen Fasch nach dem anderen auf. Da ist vorbei, die Faschisten haben wieder haben Pech gehabt. Wegen Mikkel. Weil Mikkel heute mal richtig diesmal gut gespielt hat. Diesmal, du hast Glück gehabt. Na, hör auf, was zu sagen. Guck mal jetzt, bekämpft Peter sich wieder erstmal, was dabei rumkommt. Wenn Simpel drei blaue zieht, ist das natürlich auch geil. Ja, das wird uns dann ganz schön ficken. Das wäre ganz schön kacke, weil dann ist Bram Präsident. Also wenn also Mikkel, ich bin da mal gespannt, was da liberal ist, legt er jetzt eine rote. Habe ich das richtig verstanden? Am besten, Sepp, hast du dem gerade zwei rote gegeben übrigens, ne? Damit nicht eine blaue abgelegt. Achso, nee, Moment, du würdest ja eine blaue abgelegen. Nee, eigentlich gar nicht. Sehr gut. Jawohl! Okay, das heißt, Sepp kann jetzt jemanden töten. Töte Peter. Töte Peter. Also ich habe jetzt ihm eine blaue und eine rote gegeben. Töte Mikkel. Ja, wow, das macht ja nichts. Am besten jetzt drei rote gezogen. Guck mal, jetzt liegt. Was war denn die andere Stimme sagen, Sepp? Dass jetzt schon wieder durch Mikkel wieder keine blaue gelegt wurde, ja? Ich meine, natürlich kann man immer sagen, ja, da wird jemand gekillt und ja, da kann man jemanden aufdecken. Nein, jetzt rede ich mal ganz kurz. Nein, ja? Sepp, und kommen immer mehr rote und da liegt immer noch keine nicht Bram. Wir müssen die Reihenfolge lassen. Peter muss weg, der ist in unserer Reihenfolge im Weg. Peter muss weg. Da liegt Peter immer noch weg. Keine blaue Sepp. Das muss gut. Man noch sehen. Peter muss weg. Peter muss der weg. Faschist. Ich glaube, Peter mit dem Jay töten, haben wir Hitler gefunden. Ja, Sepp. Dalu ist so geil. Dalu, der tu es nicht! Nee, die fallen lässt keinen Sinn. Nicht mehr töte Peter! Macht keinen Sinn. Ist das ist unlogisch. Wir würden dann verlieren. Ich bin der Ja, Dalu ist wahrscheinlich. Tu es nicht, Dalu ist wahrscheinlich Hitler, aber töte Peter, das ist sicher. Kill nicht mich. Kill nicht mich. Es ist sicher. Durch Mikkel liegt schon wieder eine rote. Wegen der Reihenfolge der Präsidentenwahl. Obwohl eigentlich alle liberal sind. Nicht mich. Ich hätte auch Dalu gesagt eigentlich. Nein! Aber wir müssen warten. Von mir aus, Dalu! Warte. Aber nicht mich. Lass uns das eben kurz durchgehen. Keine Ahnung, kann ja gut sein, dass der fucking Fascho ist. Ja, aber ich auf gar keinen Fall. Also, der nächste Präsident wird Christian. Moment, TS macht einen Abgang. Nee, nur Peter macht einen Abgang. Ich mache einen Abgang? Ja, Peter macht einen Abgang. Aber da können wir uns ja darauf einigen, dass wir einfach nicht wählen, wen Peter haben will. Eben. Ja, das ist ja egal. Was hat Peter denn gesagt? Mich töten oder was? Ja, meinetwegen ist das doch. Ja, okay. Peter, dann pack einfach hin. Du kannst auch Dalu töten. Peter, aber ich glaube halt immer noch, Peter wäre klüger. Peter wird dann Präsident und wird Kanzler vorschlagen, den wir auch immer noch. Den müssen wir immer noch wählen. Ja, genau. Wenn ihr das macht, könnt ihr nicht Nein wählen, weil meine Stimme fehlt. Nein, das stimmt nicht. Ihr könnt ruhig Dalu auch nehmen. Ja, nimm Dalu. Das ist auch jetzt will ich Dalu leiden. Also ist dann egal. Unentschieden war auch Nein, ne? Ja. Halt am Ende. Unentschieden ist Nein, ja. Die Liberalen. Vielleicht treffen wir Hitler gleich. Das wäre auch gut. Ja, ich glaube, dass da Dalu ist. Ich glaube, dass Dalu Hitler ist. Hey, Dalu, da tut mir leid. Du hast das leider, ist nicht dein Ernst, du hast leider zwischendurch. Und Spaß, Sepp, das ist nicht klug. Du hast leider zwischendurch. Denk da mal ganz kurz drüber nach. Mikkel hat eine rote gelegt. Lass ihn doch mal ausreden. Die ganze Zeit das Rote gelegt werden. Und du und ich, wir wollen das Blaue gelegt werden. Und es liegt nur eine fucking Blaue im Tisch. Ja, das weiß ich. Dafür hättest du dann aber drück nicht ab. Ja, was soll ich denn machen sollen, wenn Mikkel mir zwei Rote gibt? Mikkel, du scheißt das ganz schön über. Dalu weint. Also entweder haben Jay, Christian und Mikkel richtig krass gut zusammengespielt. Und haben die Folge des Jahrhunderts. Bei Christian glaube ich halt nicht, aber bei Mikkel bin ich mir da echt nicht so sicher. Ach, komm, der gibt mir zwei Rote. Der so er ist vorbei. Er ist tot. Ich bin nicht Hitler. Alles klar. Okay. Oh Mann, Dalu, warum warst du? Aber er war Hitler? Der Faschist. Ist egal, er ist der Faschist. Aber warum war er nicht Hitler? Ja, ich also habe auch vermutet, dass er ist Dennis noch Hitler. Ist halt Dennis. Sollte Mikkel doch nicht liberal sein ganz am Ende, dann hast du mich tatsächlich gut überzeugt. Ja, ich wäre auch stolz auf dich. Also ohne Scheiß, Christian, Jay und Mikkel. Jetzt wird's spannend wegen Peter. Also ich kann jetzt sowieso wählen, wen ich will und ihr sagt dann nee, oder? Ja, außer du willst mich. Du kannst mich wählen. Du kannst mich wählen. Nee, das ändert auch nichts, weil er der Präsident ist, der dann die Macht hat. Ja, er kann die Blauen rausschmeißen, das stimmt. Richtig, der tötet dann einen von uns. Das stimmt. Das ist richtig. Okay, Peter, wähl mal. Also such dir aus, wen du willst. Meine Antwort steht schon. Okay, ich wähl Dalukat. Peter, dein Faschistenfreund ist nicht mehr da. Naja. Haben alle Mörder. Was aber leider wirklich wahr ist, ist, wenn Peter wirklich liberal ist, dann argumentiert er viel stärker dagegen, als er das jetzt tut.
finde ich, weil in der ersten Folge ist Peter ich, so ich hab dich eh schon also, verlaufen. Ich hab dich eh schon verloren. Also, aber ich bin der einzige Liberale hier. Ja, wie nehmen wir denn? Genau, deswegen ist auch die einzige liberale Karte, die hier liegt von mir. Ja. So, ja, aber die habe ich mir als Wahl gegeben. Liebe Liberalen, wen möchtet ihr als Kanzler sehen? Ich finde Sepp finde ich immer gut. Sepp, wen würdest du gerne sehen als Kanzler? Jay, ich habe mich schon. Was machen wir denn jetzt? Ne? Wir legen jetzt blau, oder? Ja, ja, jetzt. Legen wir legen jetzt rot. Ja, nein! Nee. Nein, jetzt. Wenn wir jetzt mehr. Rot legen und dann nochmal eine rote kommt, aus irgendeinem haben Grund, haben wir auf jeden Fall verloren. Echt ja. Mal. Ja. Ja, genau. Ja, wie Jay schon auch. Wieder forst, rot zu legen. Weißt okay, du? Ist auch vielleicht okay. Hat Jay da nicht drüber nachgedacht. Das kann ja sein. Ist vollkommen egal, wie wir das machen. Wir machen so ganz so viel blau. Jay will killen. Jay will killen, aber killen ist nicht, weil rote richtig kacke. Nachher ja, ziehen gut. Wir drei rote und dann sind wir am Arsch. Du. Das Spiel ist so anstrengend. Das ja. Ist ein Knaller. Nee, Sepp, man kriegt dich, man hat dich einfach diese Runde leider nicht. Ey, Dalu hat noch nicht gewählt. Ach so, ja. Nein, weil ich halt der einzige Liberale bin hier. Nein, wir sind alle liberal. Alle am Tisch. Also alle rot. Alle. Nein! Du bist rot. Ah, Dalu hat gewählt. So, jetzt bin ich aber mal gespannt hier. Das ist der falsche Stapel. Das ist der falsche Stapel. Oh mein Gott. Ich hab die noch nicht umgedreht. Okay, gut. Man hat sie ja nur reingezogen. Ja, richtig, ich zieh erstmal die dran. Aber selbst wenn, das müsste eine blaue gewesen sein. Ja, ich müsste einmal müsste gemischt werden. Boah, ich bin so brainfucked, wenn Chris. Ne, kann ja nicht. Ich wäre auch brainfucked, wenn einer von euch vieren Kanzler. Ich glaube, meine Theorie ist, dass Peter Hitler ist. Ich könnte es mir bei Mikkel noch vorstellen, aber ich sehe den Mikkel kann ich es mir irgendwie auch noch vorstellen. Nee, ich glaube, Dennis und Dalu waren die Faschos und Dalu wusste, dass Peter der Hitler ist, also hat. Dalu am Anfang Peter wählen wollen. Das war. Das kann auch sein. Der Gedankengang dahinter. Meine, egal, was ihr macht, wählt nicht Mikkel zum Kanzler. Ja, der Rest ist mir vollkommen scheißegal. Ich will nicht schon Kanzler. Ich hab doch als, immer. Hitler. Achso, ah, ja, dann ist okay. Also. Dann ist okay, dann ist egal. Ja. Ah, also, Peter. Das ist ja blöd. Wenn du Fascho wärst, dann wüsstest du das, ja. Sepp, du hast dann zwei Karten. Ah, ja, ich hab zwei Karten. Dankeschön. Das ist eine blaue. Oh. Eine blaue ist super langsam. Herrlich. Schön. Jetzt darf ich einen töten. Sonst können wir nur noch, darüber gewinnen, dass wir per Zufall Hitler töten. Du dürftest sowieso keinen töten, wenn, dann müsste Jay einen töten. Ich weiß. Welche Karten hast du bekommen? Ich habe eine rote und eine blaue bekommen. Okay. Ich habe eine blaue abgelegt. Warum? Ja, ist doch scheißegal. Das ist wirklich scheißegal. Warum? Wird eh nur eine Karte gelegt von den dreien, die gezogen werden. Halt, zwei Karten werden abgelegt. Also. Ich finde immer noch die Option ganz gut, wenn ich halt jetzt hätte jemand töten dürfen. Aber deswegen habe ich wieder gelassen. Wenn ich jetzt auf einmal Hitler wäre, dann hättest du ja schon längst die rote gelegt gerade. Du bist auf jeden Fall nicht Hitler. Was ist Vetorecht? Ja, da steht Vetorecht drauf. Darf einen killen und Vetorecht ist aktiviert. Was heißt das? Achso, du konntest. Power ist an. Was konntest du nochmal, Peter? Das war doch immer Specially-Dashly-mäßiges. Ja, das ist. Das weiß ich auch nicht, was das ist. Man konnte irgendwie Veto für den Präsidenten. Ja. Das kann Mr. Fascho Bram darf aussuchen. Ja, dann macht halt nur Sinn, Christian zu wählen, wa? Nein, wir wählen nicht gar Christian. Nicht. Wir wählen gar keinen. Wir wählen nicht Christian. Werther, ich versuche also, das gerade noch herauszufinden. Und ich würde vielleicht Power. Auch noch mal die Wahl überspringen von Mikkel, oder? Nein. Ich bin ja auf der jeden kann, Fall der ist doch Präsident. Ja. Ich glaube, wie gesagt. Peter muss noch wählen. Warum sollte dann? Aber er könnte blaue rauswerfen. Wenn ich dachte, Mikkel ist ein Präsident, der kann dann jemanden killen. Nee, ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir nicht mehr groß unsere Politik, die wir uns ausgesucht haben, durch also ich kann jetzt schon nicht mehr sagen, plötzlich, dass Mikkel Fascho ist oder so. Richtig, das geht nicht. Mikkel ist liberal. Da muss ich jetzt drauf vertrauen. Und darauf muss ich vertrauen, richtig. Oder er hat wählt halt mich, gut meine geplayed. Damen und Herren. Ja, dann hast du am Anfang gut gemacht. Bin ich jetzt Kanzler? Nein, ich bin Kanzler. Nein. Er hat doch gerade. Das Ding stand doch schon bei mir. Nee, das stand noch nicht. Natürlich stand das. Das stand doch bei Chris. Das ist doch scheißegal. Das ist doch egal. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das. Das ist so abgrundtief egal. Ich bin euch nicht sauer, wenn ich mal nicht Kanzler werde. Ja. Echt? Das Vetorecht ist übrigens, dass wenn jetzt hier eine fünfte Karte liegen würde, ab dann Präsident und Kanzler ein Vetorecht haben. Wenn also der Präsident drei Karten zieht, dem Kanzler zwei Karten gibt
Und dann der Kanzler sagt, nee, Veto, will ich nicht. Und der Präsident dann auch sagt, ja, okay, das ist ein Veto, dann dürfen die noch mal neu. Das ist quasi, okay. um zu unterbinden, dass quasi die Faschisten gewinnen, weil der Präsident drei Rote gezogen hat. Ja. Also wenn er drei Rote gezogen hat, kann halt. Also heißt das voll gut für die Liberalen? Ja, total, ja. Auf jeden Fall. Ja. Das ist ja voll gut. Das heißt, dann hätten wir doch beiden Zug locker machen können mit dem Töten. Nein, machen wir nicht. Das ist viel zu risky. Ja, wir spielen das jetzt easy erstmal so mit blauen Karten. Spielen wir halt jetzt hier runter. Zack. Ja, nur irgendwann haben wir keine blauen Karten. Okay, guck mal, Dennis. Doch, wir haben das schon. Ja, ja, wie gesagt, ja, wir haben vorhin abgesprochen, dass Mikkel ausgesetzt werden soll. Er hatte gerade Nein gemacht, Bram und Pete zufällig. Ja. Ja, natürlich. Das ist ja seltsam. Das ist jetzt langsam wirklich. Achso, ich bin übrigens auffällig. Nicht Hitler. Ich habe nicht gewonnen. Ich bin immer noch gegen Mikkel. Welch Wunder. Ich bin immer noch nicht Hitler. Mikkel ist nicht Hitler und Sepp ist nicht Hitler. Sepp, erklärst du, verstehst du langsam, dass wir liberal ja, sind? Ja, ist doch langsam. Sehr okay. Gut. Außer Christian wäre Hitler. Dann hätten wir dich richtig verarscht. Aber ich finde es immer noch eine Option, das dass einer so richtig krass sich untergeigelt hat. Ich glaube, so klug sind wir alle nicht. Ja, wahrscheinlich. Hey Peter, möchtest du nicht argumentieren, dass du Hitler bist? Nee. Nee. Peter hat schon aufgegeben. Spiel macht keinen Spaß mehr. So, wieso legst du denn da jetzt eine Karte hin? Bist du okay. Nochmal was zu tun, weil er die Karte ein bisschen Action haben. Action! Mikkel darf es. Das war die Wahl. Ich hatte die Wahl. Die Wahl. Ich wollte aber Action haben. Warum willst du jetzt noch so einen Scheiß machen? Weil ich jetzt. Warum? Dich, weil, warum? Jetzt weil ich Action haben. Da wählt man einmal Jay. Da wählt man einmal. Ja. Ohne Scheiß. Mikkel, du darfst aber jetzt auch sehen. Du jetzt hast du hast schon einen Grund, warum du ich nein gesagt habe. Du hast so 50% Wahrscheinlichkeit, Hitler zu töten. Richtig. Ich glaube, bei Peter ist schon relativ hoch. Peter bin ist ich tot. Hitler. Peter ist raus. Bram ist Hitler. Bram ist Hitler. Alles klar. Ah, hey, Bram, ja. Was machst du jetzt eigentlich noch so ganz alleine an deiner Front? Er sitzt in seinem Bunker. Ich werd das Spiel jetzt sofort gewinnen. Okay, soll ich dich wählen? Ich werde das Spiel auch gewinnen, wenn du mich nicht wählst. Zumindest habe ich eine realistische Chance. Gespannt. Ja, weil die Chance, eine Rote zu ziehen. Nein, weil die Chance. Nee, die Chance, dass ihr jetzt drei Rote kriegt, ist sehr hoch. Ja, da kommt ja, die Veto-Power noch zu tragen. Und dann können bis zweimal hintereinander drei Rote kommen. Das stimmt. Also, das ist nahezu gut. Unmöglich. Aber Bram hat sich damit gerade geoutet. Aber ist die Veto ja, wow. Nicht nein. Auf dem roten Brett? Also, was ist die, Danu? Ist die so, nicht auf dem roten Brett und nicht auf dem blauen? Warte. Ja, ich habe noch nicht runtergeguckt, aber die ich Veto gehe mal Power davon aus. Ist auf dem roten Brett für die Faschisten und nicht für die. Nein. Veto Power steht in den Regeln. Habe ich ja vorhin erklärt. Präsident und Kanzler haben dann die Möglichkeit. Also der Präsident zieht drei Karten, muss dem Kanzler davon zwei geben. Und dann sagt der Kanzler entweder, okay, cool, oder der Kanzler sagt Veto. Und wenn der Präsident dann auch sagt Veto, dann kommen die drei Karten wieder zurück und es wird neu gezogen. Okay. Die drei Karten werden aber auf den roten Stapel abgelegt, oder? Ja. Ah, nee, Moment, der Präsident ist dann nicht nochmal dran, sondern es geht normal weiter. Okay. Also so, dann ist der nächste Präsident. Geht dann das Ding ein weiter? Weil keine Politik gewinnt? Warte. Nee. Ach so. Das ist, glaube ich, nur bei der Uneinigkeit der Wahl zum Kanzler. Weil die ist ja, die, ja. Wahl ist ja die Wahl ist, hat ja stattgefunden. Wir hatten ja einen nein. Kanzler sozusagen. Echt? Nein, geht da geht weiter. Das Ding ein weiter. Okay. Oh. Das ist ja okay. Wollen wir jetzt aufdecken? Können wir jetzt endlich mal wählen? Ja, Dankeschön. Dennis hat noch nicht gewählt. Ich hier. Ja. Wir dürfen ja keine Stimmen hier übergehen. Ja, Demokratie. Genau. Wir sind ja rein demokratisch hier. Demokratie bis zum Geld nicht mehr. Dieser Unterton. Hey, Bram, hast du eigentlich die ganze Zeit so einen Schnäuzer oder was ist bei dir los? Ich? Ne, ich sag Vollbart. Das hört sich so an, als wenn du gerade durch so ein Bart durchnuschelst. Schade, dass ich nicht das gleiche Mischbild habe wie Dummy. Ja, das wäre geil. Oh, ich könnte jetzt so richtig trollen, wa? Ja, ich kann nochmal schon. Jetzt schön die Faschokarte legen. Boah, das wäre echt lustig. Ich sag ja, wenn Christian hier Fascho wäre, dann wäre der Obershit. Das wäre halt echt der Troll. Ich wäre jetzt so gerne Fascho. Ne? Der Obershit, Christian richtig gut gespielt. Christian hatte eine sehr gute Idee gehabt mit dem Töten. Ich hatte die Wahl übrigens. Ja.
Heißt, ich habe eine rote Karte abgelegt. Ja, ich hatte zum Glück auch keine blaue, also nicht zwei blaue, das war sehr gut. Das heißt, da sind noch relativ viele blaue da. Ja, wer will denn? Jay oder Mikkel? Ich find's scheißegal. Brammen, Brammen, Trapp, Bramm nicht. Ja, da kann er aber auch zumindest sagen, Jay will er nicht wählen, weil Jay ist. Dann ist abgedrückt. Hab ich bis jetzt immer gemacht. Ja, ist doch gut so. Das ist zumindest konsequent. So. Ja, das hättest du aber gern. Kleiner Fascho da hinten. Oh, ich will mal ganz zufällig Peter als Ersten. Welch Zufall. Aber Vidaluk hat sich einfach richtig genial vor Peter geworfen hat und gewählt werden wollte und sich dadurch ganz eigentlich zufällig. So als Ziel. Ich wollte ihm eine blaue geben. Ey, Dalu, was hattest du denn eigentlich als erste Karte? War eine blaue, die du abgelegt hast? Er ist oder eine tot, rote? Er kann nicht mehr reden. Ja, stimmt. Nee, der darf ja, nicht mehr reden. Das darf er nachher Folge sagen. Ja. Ey, Peter, bist du eigentlich Hitler? Der darf auch nicht mehr reden. Ach, ja, Peter, und der ist schon lange tot. Ich brauche jetzt Karten. Chris? Komm, jetzt zögert er das nicht hinaus. Jetzt lass uns mal demokratisch hier abstimmen. Ey, ja, mach das immer weg. Ich bin der Präsident, sorry. Du kannst alle nehmen, da ist noch einer. Ja, ich weiß. Oh, mein Kanzler mischt für mich. Ja, Peter dancet wahrscheinlich jetzt richtig hart vor der Kamera. Oh, nice! Was kommt denn jetzt? Peter dancet richtig hart. Kann man die Veto-Power nutzen, oder was? Wahrscheinlich drei blaue. Das weiß ich noch nicht. Ja, das wäre scheiße. Nicht so geil. Wäre scheiße. Ups. Dürfte ich das sagen? Weiß ich nicht. Ich hoffe. Ist egal. Jetzt kommt wieder Jay. Jetzt kommt ein Schild. Oh, verloren. Nee, nee. Jetzt ist ja logisch. Guck mal, jetzt haben wir ausgeglichen, ey. Richtig spannend hier noch am Ende. Ja, Mann, richtig Mann. Spannend. Ah, ja, komm, damit Sepp auch noch mal Kanzler wird. Ey, Peter, willst du eigentlich, dass ihr gewinnt? 5 Euro. 5 Euro. 5 Euro. Wow. 5 Euro. So gewinnen will selbst Peter nicht. Fangen wir jetzt an, über Quoten zu reden? Ey, Peter hat mir gerade im Steam geschrieben. Ich hatte 10. Okay, Peter? Ah ja, so, ich sollte ja natürlich. Herr Bram, gibst du mir auch 10? Demokratie ist nicht kaufbar, ja? Ja klar, in Griechenland schon. Ich bin kurz AFK, cool, dass die wir Liberalen gewonnen haben. So, Jay. Achso, ja, ich ziehe jetzt hier 3 Kärtchen. Wie viel bietest du denn? Du musst mehr als 20 Euro bieten, Jay. Nein, ich kriege 2 Liberale und verliere die Quote. Die Quote ist recht schlecht. Oh, Sepp, ja gut. Ich möchte 5 Euro von dir haben, bitte. Warum? Ja, einfach so. Dann kriegst du die beiden Karten hier. Ich möchte ja 50 Euro haben, weil die Quote für mich ja so scheiße ist. Komm, über jetzt entscheide ich. Warte. Bringen wir es einfach zu Ende. Tricky! Fuck you! Jetzt kann ich Peter nicht so. Kannst du nicht mehr trollen? Mann! Oh. Mann! Boah, Jay, du bist so. Hab ich da einfach 2 unlustig. Liberale gelegt? Leg Veto ein. Ich. Ach, scheiße. Ja, dann muss ich aber auch einlegen. Das ist stimmt. Ja egal. Oh, Bram, ich hätte dich so gerne als Kanzler gehabt. Oh. Ich hab an dich geglaubt. Okay. Was aber uns immerhin, gekillt, ich glaube, so lange waren Faschos noch nie. So weit. Nee, zwei Sachen haben uns aber direkt zu Anfang gekillt. Einmal, dass Mikkel einfach mich gewählt hat. Das war sehr klug. Das war, ja, was heißt klug? Es war glücklich. Ja, es war glücklich. Ich wollte dir am Anfang eine blaue geben. Ja, das war also, mein Plan. Was allerdings auch ein bisschen nicht so gut war, war Bram, als Hitler musst du eigentlich wie ein Liberaler spielen. Und nicht direkt Mikkels Auswahlmöglichkeit und dann ja, das direkt war echt der Shit, nicht. Weißt du? Ich dachte echt, die ganze Zeit Dalu wäre der Kanzler, gesagt, aber er hat zum Peter Kanzler stimme, gewählt da werden stimme ich wollte. Dir, wie gesagt, nicht so ganz zu, dass man als Hitler immer wie ein Liberaler spielen sollte, weil ich nämlich der Meinung bin, dass die anderen Spiele, die wir bis jetzt hatten, immer so waren, dass die Fascho-Karten nicht mal ansatzweise bis in den vernünftigen Bereich gekommen sind. Ja, aber das ist halt die Aufgabe vom Fascho, von den Faschos zu versuchen, da Rote hinzulegen. Deine Aufgabe ist es, gewählt zu werden ab hier und vorher in keinem Weise irgendein Aufsehen auf dich zu ziehen. Ja. Ja, das war mein erstes Mal Hitler, Peter. Eigentlich hättest du es ist nur, Bram, nicht böse sein. Okay. Das ist einfach nur als Hinweis so. Und als ja, also wenn, Bram so wenn Bram so gewinnen will, dann kann er probieren. Ja, auf jeden Fall. Also. Ah, war eine lustige Runde. Alter, warte. Das ist halt nur das Problem, ja, weil halt dann 4 gegen 3 war und das war halt relativ offensichtlich. Ja, Sepp war noch so ein bisschen Zünglein, Sepp aber das war hat dann so auch schlimm, nicht mehr ich funktioniert. Aber Peter hat nachher ein bisschen nachgelassen und Bram auch und dann habe ich gedacht, ihr habt euch auch verhalten. Ich wollte Sepp habt euch nicht auf meine gewehrt. Seite. Ich habe ihn am Anfang voll gewehrt, ich habe voll rumgeschrien. Überhaupt wohl. Deshalb habe ich dir geglaubt und irgendwann halt nicht mehr so richtig, Peter.
Ich habe am Anfang echt gedacht, Mikkel hat uns jetzt verarscht. Jetzt, das wäre toll. Das wäre toll. Das wär nee, das war seine Reaktion, war ganz anders. Er ist direkt, direkt als die Rote kam, ist er sauer geworden. Das ist ja vollkommen egal, was er weiß. Weil ich halt tatsächlich scheiße fand, ist, dass Jay halt sofort liberaler war. Das war klar. Der hat sich so verraten. Wodurch denn? Du hast gesagt, das war durch den, du hast bei der Auswahl, als der Vorhang wieder aufging, hast du gesagt, hast du irgendwie darauf reagiert, dass du halt nicht sehen konntest. Ja, aber dann, das kann auch Verarsche sein. Nein, das war halt so, der war halt so überrascht und so, oh ja, ja, verdammt, und Peter weißt du? Und Peter war direkt Fascho für mich, weil er gesagt hat, so, ihr seid jetzt ja fertig. Das ging ungefähr nach 10 Sekunden. Ja, genau, da dachte ich also mir halt auch. Also das war halt auch direkt offensichtlich. Aber das hab ich nie als Grundlage genommen. Nee. Ich hab das auch nicht als Grundlage solche genommen. Solche Sachen also nehme ich immer als Grundlage, also bei solchen Christian Sachen verrät man sich total. War das echt offensichtlich am Anfang? Das ich wusste ja, sofort, dass Peter Fascho war. Ich fand das auch sehr offensichtlich. Achso, du warst ich wollte das halt noch nicht ansagen. Oh, weil ich hätte länger warten müssen, oder was ist das? Ja, du hast halt nicht die 30 wichtig? Sekunden genommen. Ja. Wir hatten gesagt 30 Sekunden und du warst halt nach 10 Sekunden fertig. Ah. Ja, die Faschos sind ja jetzt fertig. So, genau, klar. Vor allen Dingen hast du, ja, das war wirklich so. Dass wir da vorher 30 Sekunden genommen haben, habe ich vergessen. Das ist für mich tatsächlich eine mega Stresssituation. Am Anfang dann halt anzusagen, während ich gleichzeitig versuche, die Karten umzudrehen. Ja, ich und dann noch so normal wie möglich wir zu klingen. Kommen immer die lustigen Trolls dann ran, weil sie sagen, oh ja, jetzt drehe ich um und so weiter. Wenn man einfach die Fresse hält, dann würde auch nie was aufgedeckt werden. Genau. Ja, aber ich muss ja reden, super. Ich muss euch ja ansagen, ja, was ja, abgeht. Ja, du bist der Einzige, der sagt, so, blind nicht einfach. Ja, ja, aber die alle anderen sind halt lustig und machen dann halt irgendwelche Spöskes und dann sind sie halt selber schuld, wenn sie sich das dann damit versauen. Ja, okay, auf jeden Fall. Im Endeffekt liegen da ganz schön viele Karten. Wir danken mal wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.